Einen schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen den FC Augsburg. Endergebnis 1:1. Neben mir begrüße ich die beiden Trainer Martin Schmidt und Markus Gisdol. Unsere Gäste haben wie immer das erste Wort zum Spiel. Bitte schön. Ja, hallo und guten Abend. Ja, was machen wir jetzt mit dem Spiel? Zählen wir alles auf, was heute sehr, sehr speziell war, was alles passiert ist. Ich glaube, das Spiel gibt einiges her, um das auch medial dann aufzuarbeiten. Sehr, sehr viele Geschichten drin. Ja, unsere Geschichte war, glaube ich, dass wir einen Elfer verschießen und dann der Spieler, glaube ich, auch dadurch ein bisschen durch den Wind war. Dann dachten wir mal bis in die Halbzeit und dann mit ihm reden, ihn beruhigen, aber leider haben wir es nicht geschafft und hat dann Gleichzahl hergestellt, dass wir 9-9 weiterspielen. Und ja, neben dieser Geschichte war es so, dass es das unheimlich intensive Spiel war, wie wir es erwartet haben. Wir wussten, dass es hier über Zweikampf, Kampf um Umschalten, um alles geht. Und so fühlt sich, glaube ich, auch den Kampf um die Liga an. Und das Spiel wurde direkt angenommen. Ich glaube, Köln hat die erste Zeit dominiert. Und peu à peu haben wir ins Spiel reingefunden, konnten dann in Führung gehen. Und in der zweiten Halbzeit war es dann eine Geschichte, wo einer nichts mehr zu verlieren hat und wir hatten plötzlich was zu verlieren und deshalb fällt die Statik eher auf die Kölner Seite, hatten auch drei, vier Großchancen, glaube ich, die eine oder andere mehr in der zweiten Halbzeit und deshalb denke ich, der Ausgleich in der 86. nimmt man nicht gern hin, aber war irgendwo durch, glaube ich, auch dann gerecht und deshalb müssen wir, glaube ich, mit Abstand sicher sagen, dass es ein guter Punkt ist, ein wichtiger Punkt ist gegen Ligakonkurrenten, wo es um den Klassenerhalt geht, darf man nicht verlieren. Man kann gewinnen, aber darf nicht verlieren. Das haben wir geschafft. Die Distanz bleibt die gleiche. Jetzt haben wir die letzten drei Kracher haben wir jetzt nicht klein beigegeben. Der nächste kommt am nächsten Samstag gegen Mainz und da wollen wir wieder standhalten, den Trend weiterverfolgen, den Verbesserungsprozess weitergehen und irgendwann werden wir uns da rausbudeln und ein bisschen durchschnaufen können. Aber im Moment sind wir da mittendrin und es macht Spaß, dieses Team im Moment zu coachen und zu trainieren, weil es ist unheimlich viel drin. Die wollen, das hat man auch heute gesehen, wir machen noch nicht alles perfekt. Fußball ist ein Fehlerspiel. Heute war der eine oder andere zu viel und deshalb unentschieden. Köln wünsche ich jetzt den neuen Prozess, den ausgelöst hat, alles Gute und wir werden uns im Frühling wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank, Martin Schmidt. Markus, ein gewonnener Punkt? Ha, gute Frage. Aufgrund des späten Tores vielleicht, ja, aber ich will ein bisschen vorher anfangen. Wir hatten uns heute vorgenommen, dass wir wirklich alles reinlegen wollten in dieses Spiel, mit vollem Herz zu spielen. Und ich glaube, wir haben auch eine gute Startphase gehabt, wo wir Augsburg auch unter Druck gebracht haben. Aber so ist es ja dann meistens, wenn du so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehst. Die erste Aktion, die dann gefährlich wurde, gab die Elfmetersituation. Und da hast du schon gemerkt, da fängt so der eine oder andere ein bisschen an nachzudenken. Da haben wir in der ersten Halbzeit nicht mehr so gut unsere Linie halten können und haben dann nach der gelb-roten Karte auch noch unglücklicherweise kurz vor der Halbzeit das 0-1 bekommen. Ist oftmals so ein Knackpunkt im Spiel natürlich, auch psychologisch komischer Zeitpunkt. Wir haben aber dann in der Halbzeit ein paar Dinge besprochen, wie wir es machen wollten. Da haben wir auch zwei Wechsel vorgenommen, weil die Spieler auch jeweils schon mit Gelb vorbelastet waren und ich so auch ein bisschen die Gefahr sah, dass wir da irgendwo nochmal eine gelbe Karte bekommen und vielleicht nochmal einen Spieler verlieren. Aber die Jungs, die dann reinkamen, haben mit zunehmender Spieldauer mit dem gesamten Team es geschafft, den Spieß umzudrehen. Ja, natürlich hat uns die gelb-rote Karte für den Gegner dann auch gut getan, dass wir Gleichzahl hatten insgesamt. Und wir aber vor allen Dingen hier eine stabile Leistung in der zweiten Halbzeit hinbekommen haben und mit zunehmender Spieldauer auch eine oder andere Torchance immer wieder mehr hatten. Hätten wir natürlich gewünscht, dass wir früher das Tor machen, weil dann sonst musst du immer noch mehr höheres Risiko gehen und läufst dann immer in so eine Situation rein, dass du vielleicht einen Konter bekommst. Das haben wir relativ gut kontrolliert, muss ich sagen. Und schade, dass wir das Tor so spät gemacht haben, aber wir haben es gemacht und es wurde unserer Mannschaft ja immer so nachgesagt, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr nachlegen kann. Heute hat die Mannschaft gezeigt, dass sie mit Wille, mit Energie, mit allem, was sie drinne hat, einfach auch schafft, das Publikum dann in der zweiten Halbzeit volle Kanne auf ihre Seite zu ziehen. Und wir haben da fantastische Unterstützung gehabt und haben es dann alle zusammen hingebogen. Jetzt haben wir einen Punkt,
Wir hätten gerne drei gehabt, aber müssen auch die kleinen Schritte akzeptieren und der tut jetzt erstmal gut. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Jürgen Kemper für den Express. Herr Gistol, wie sehr trübt es, dass mit Rafa und Jonas jetzt zwei wichtige Spieler für das wichtige Spiel in Union ausfallen? Ich denke, es wird in der Saison immer mal wieder vorkommen, dass du solche Situationen hast. Ich hoffe, dass Jorge Meret nächste Woche wieder einsatzfähig ist, dass wir da einen Innenverteidiger mehr zur Verfügung haben. Und Jonas hatte ja jetzt schon vor dem letzten Spiel 4 gelbe Karten und da war es auch klar, dass irgendwann mal die 5. kommt. Die Lücke müssen wir schließen. Es ist unsere Aufgabe, da die richtige Formation wieder zu finden. Mir wäre es lieber, wenn sie beide einsatzfähig gewesen wären, aber müssen wir jetzt irgendwie hinnehmen. Marc Merten für den Geistblock. Herr Gistol, Sie haben mehrere Umstellungen vorgenommen. Können Sie kurz beschreiben, was Sie sich bei den jeweiligen Umstellungen gedacht haben? Es waren 3 personell und dann ja auch taktisch die Umstellung auf 2 Stürmer. Ja, wir wollten vor allen Dingen natürlich in unserem Heimspiel auch mehr Präsenz im zentralen Bereich haben, auch körperliche Präsenz, um da immer wieder auch den Gegner, weil es eigentlich ein Spiel ist, ein sehr intensives Kampfspiel zu erwarten war, wo es immer wieder auch darum ging, 2. Bälle klar zu machen und dann nochmal nachzurücken und unsere körperliche Präsenz auch vielleicht bei Standardsituationen durchzubringen, weil da Augsburg natürlich auch in der Offensive gute Schützen hat und wir das gut verteidigen mussten. Es war eine Gesamtüberlegung, aber vor allen Dingen wollten wir durchs Zentrum auch immer wieder gut nach vorne wegkommen. Haben so auch gut begonnen und haben dann in der ersten Halbzeit, wie ich gesagt habe, so ein bisschen die spielerische Linie verloren. Da müssen wir daran arbeiten, dass wir das weitermachen, auch wenn es dann mal schwer wird, trotzdem durchzupassen und jeder sich den Ball holen möchte. Aber unterm Strich, wie ich es vorher schon sagte, hat die Mannschaft da die richtige Reaktion gezeigt. Alex Haubrichs für den Express. Ja, Herr Gistol, der John Cordoba war quasi der 3. Stürmer, auf den Sie zurückgegriffen haben, aber der hat so ein bisschen gleich mit diesem Flankenlauf das Signal zur Gegenwehr nochmal gegeben, das Stadion geweckt und dann hat auch den Ausgleich gemacht, vielleicht ein Wort zu ihm? Klasse, also so wie ich ihn jetzt erlebt habe, das ist ein total aufgeweckter Bursche, der auch total sauer ist, wenn er nicht spielt und hat genau die richtige Reaktion gezeigt, die richtige Energie dann auf den Platz gebracht und das hatte ich mir auch gewünscht, deswegen haben wir auch früh gewechselt, deswegen haben wir dann nochmal gehofft, dass da nochmal der notwendige Schub kommt. Schön, wie er sich da reingehauen hat und es freut mich natürlich auch, dass er das Tor gemacht hat und fast hätte er das gleiche Tor ja hinten raus nochmal geschossen, wenn er da ein bisschen Glück hat, machen wir da sogar noch den Siegtreffer in der genau gleichen Situation fast. Gerne nochmal der Geistblock. Sie haben zwar in Anführungsstrichen jetzt nur einen Punkt geholt, aber ist das vielleicht gerade mit dem Spielverlauf auch etwas, woraus man jetzt noch mehr Energie ziehen kann? Am Anfang hatte man das Gefühl, man bekommt vorne den Elfmeter bei Drexler nicht, dafür kriegt man ihn hinten. Dann wird er zwar gehalten, aber dann kriegt man eine rote Karte und so weiter. So wie das Spiel lief, schien es eigentlich ein typisches FC-Spiel der letzten Wochen hätte werden können. Ist dann dieser Punktgewinn noch eben eigentlich viel mehr wert als der eigentliche Punkt? Ja, es schien tatsächlich so, als wenn wieder irgendwie so alles gegen uns irgendwie läuft, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Und genau in dem Moment ist es wichtig, dass du gegenhältst. Und das hat die Mannschaft gemacht. Gegen alle Widerstände sich dann gewehrt, egal was war, du einen Elfmeter kriegst oder nicht kriegst, der Gegner kriegt einen, du kriegst eine gelb-rote Karte zuerst. Enge Situationen scheinen gegen dich zu laufen und dann Stabilität zu entwickeln, wie in der zweiten Halbzeit dagegen zu halten, das ganze Herz reinzuhauen, sich aus dieser Situation unbedingt befreien zu wollen, das habe ich gespürt in der zweiten Halbzeit. Und die Energie hat man, glaube ich, auch mit dem Publikum nachher gespürt und dann waren wir nachher eins. Ja, und das war schön zu sehen und das werden wir versuchen, in den nächsten Wochen natürlich auch auszubauen.